Ja, es ist mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier beim Megaprojekte-Team auf dem Megaprojekte-Team-Server. Wo auch sonst, wenn es ums Minecraft geht. Ja, wie vielleicht der ein oder andere schon festgestellt haben wird, ich habe ja diesen VW-Bus hier, soll zumindest ein VW-Bus darstellen, angefangen zu bauen. Er ist in Anführungsstrichen auch ja fast fertig, sollte aber eigentlich als Adventskalender dienen, wenn ihr mal gemütlich einmal eine Runde drumherum drehen, bis wir dann zum Eigentlichen kommen, weil ich das einfach mal so ein bisschen nur mal so anschauen kann. Ja, wie groß oder wie klein, je nachdem, das Ganze geworden ist. Und naja, steckt halt noch ein bisschen Arbeit drin. Aber irgendwie ist das Megaprojekte-Team, wie auch ich, momentan so ein bisschen im Winterschlaf. Und ja, das, was wir uns, beziehungsweise was ich mir so gedacht habe, haben wir leider nicht umsetzen können, weil irgendwie waren die Ideen plötzlich verschwunden und beziehungsweise nicht verschwunden, sie waren eigentlich gar nicht da. Und somit hat sich das im Prinzip alles hier, ja, ich will mal sagen, so ein bisschen erledigt gehabt, denn das ganze Ding soll hier ja dienen als Adventskalender. So, und jetzt war meine Idee, ganz zu Anfang, dass man einfach diesen VW-Bus nimmt und Türchen für Türchen öffnet und sich hinter diesen Türchen irgendwelche interessanten oder tollen Sachen oder was auch immer befindet, die wir dann euch vorstellen bzw. zeigen können. Vielleicht das eine oder andere, was noch nicht unbedingt im Video irgendwo aufgetaucht ist, dann zu sehen ist. Und das war so eigentlich die erste Planung, die ich hier mit diesem Bus eigentlich bezweckt hatte. Aber wie schon erwähnt, wir sind alle irgendwie im Winterschlaf. Und somit, es befindet sich da hinten ganz weit im Nichts, befindet sich noch ein Projekt, das war eigentlich für Weihnachten angedacht, eventuell für den 24. oder so. Ich sehe es noch nicht, dass es fertig wird. Somit wird es, vermute ich einfach mal, dieses Jahr kein Weihnachtsspecial geben. Allein aus dem Grunde, ich habe für Silvester, das Silvester-Special, ja, meine alte Feuerwerksanlage, die will ich noch umbauen, da wollte ich noch umbauen. Problematik ist halt einfach dabei, dass ich sämtliche Spender im Prinzip ausbauen muss und ich möchte sie durch Command-Blöcke ersetzen, um einfach zu verhindern, dass ich im nächsten Jahr wieder die 40 Spender bzw. Werfer, die da drin sind, wieder auffüllen muss mit Feuerwerk und mir dieses ganze Feuerwerk erst wieder stellen muss. So war eigentlich meine Planung, dass ich einfach sage, okay, ich baue das um auf Command Blocks. Yep, so war die Idee. Die Idee ist im, was haben wir jetzt? Jetzt ist Dezember. Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Im August entstanden. Ja, da ist sie halt entstanden. Da ist sie aber auch leider Gottes geblieben. Ich hatte ja mal aufgerufen gehabt, dass eventuell, wenn der ein oder andere Lust hat und sich mal auch so ein bisschen was Redstone, Command-Blöcke und so weiter auskennt, soll ich einfach mal melden im Teamspeak oder auch per PM oder wie auch immer. Entweder über Facebook, über Twitter müsste auch gehen. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Twitter ist nicht so unbedingt meine Welt. Ich bin zwar da, aber es ist nicht meine Welt. Besser ist, wenn man hier über YouTube
entweder eine PM schreibt oder über Facebook. Das kriege ich noch hin. Das schaffe ich in meinem Alter noch. Gut, aber dieses war so gedacht, dass wir da halt eben Türchen für Türchen öffnen. Gut, wir haben heute den 5. Das heißt, wir können eigentlich doch erstmal die falsche Taste drücken. Das können wir machen. Nein, können wir nicht. Ist ja Blödsinn. Doch, doch die falsche Taste. Mann! So, die wollte ich drücken. Dass es erstmal hier finster wird. So, jetzt haben wir hier unten unseren ersten. Der ist ja nun gegessen. Der ist vorbei. Der zweite ist auch gegessen. Ist auch vorbei. So, dann den dritten haben wir auch schon erledigt. Den vierten. Und heute haben wir den fünften. So war die Planung, dass jetzt hinter jedem Türchen irgendwas Tolles ist. Das heißt, wir würden dann rein theoretisch jetzt schwenken auf irgendwas anderes. Hat aber ja nun nicht wirklich funktioniert. Gut, wir haben ja auch erst im August angefangen. Oder war schon später? Nee, ich glaube, es war sogar schon später. Und das war wohl zu spät. Ich habe im letzten Jahr und im Jahr davor, habe ich im Juni angefangen, die Weihnachtssachen vorzubereiten und aufzubauen und neu zu bauen und so weiter. Und wir sind gerade so, dass wir fertig geworden sind, einigermaßen. Also auch nicht 100%, aber so einigermaßen. Und von daher also, war es natürlich dieses Jahr eindeutig viel zu spät. Gut, was machen wir? Wir können nichts dran ändern. Es ist halt, wie es ist. Ich könnte jetzt jeden Tag hier beigehen und eine Zahl weiter anmachen, aber ich denke, ganz viel Sinn macht das auch nicht. Es klingelt an der Also nach Tür. kurzer Bin gleich Unterbrechung wieder da. wieder zurück. Und es bringt nichts, jetzt hier irgendwas noch großherrlich anzufangen. Darum sagen wir einfach mal so, wir machen nochmal Nikolaus und vielleicht mit ein bisschen Glück zum 24. hin kriegen wir vielleicht das, was da hinten steht, noch fertig. Aber ich will euch jetzt einfach auch mal noch zeigen, was ihr hättet im Prinzip hier weiterhin noch sehen können. Wenn wir hier einfach weiter unsere Zahlen einschalten, ist jetzt zwar blöd, aber lässt sich nun mal leider Gottes nicht vermeiden. Na, so. Muss mal gucken hier, dass ich den Schalter erwische. Die Schalter mal oben draufsetzen sollen. So. Ich mache das jetzt einfach anders. So sehe ich den mir. Zumindest den Schalter. So, wo sind wir denn jetzt? 22, 23, so. Gut. So würde das Ganze aussehen, wenn wir es hätten so machen können, wie ich das geplant hatte. Ja, und zum 24. hätte es auch wieder ein bisschen Randale gegeben. Das ist natürlich jetzt mit dem Shader hier ein bisschen doof. Wechsel mal kurz den Shader. Was nehmen wir denn mal? Noch nehmen wir mal den hier. Ich glaube, dann dem müsste es funktionieren. Das ist im Prinzip hier ein bisschen Feuerwerk gewesen. Da kommt ein bisschen Feuerwerk. Aus dem Fahrzeugdach kommt ein bisschen Feuerwerk. So wäre die Planung gewesen. Hat sich leider nicht so. Hat sich leider nicht so ergeben. Von daher wünsche ich euch aber trotzdem allen ein wunderschönes Nikolaus. Sagt man Nikolaus oder sagt man Nikolausfest? Egal, ich wünsche euch alles Gute zum Nikolaus. Und
schon mal sicherheitshalber, weil ich mir momentan nicht so 100% sicher bin, was ich für Videos mache. Ich hatte einen Haufen Just Cause Videos gemacht, habe festgestellt im Nachhinein, dass das Spiel selber lief einmal frei ohne Probleme, aber die Aufnahme leckte wie die Pest. Vielleicht, dass der ein oder andere die erste Folge da gesehen hatte. Die anderen habe ich dann gar nicht mehr bearbeitet und auch nicht mehr hochgeladen, weil es einfach keinen Sinn mehr gemacht hatte. Denn das hat alles so dermaßen geleckt, das war ja nicht mal zum Angucken. Also das war ein Ding der Unmöglichkeit. Und somit habe ich die alle in die Tonne gehauen. Und ja, was im Moment habe ich nicht so den großen Antrieb, hier großherrlich was an Videos zu machen. Und von daher denke ich mal, dass da so ganz viel nicht mehr passieren wird. Für den Fall, dass wir uns vor dem, ich sag mal, Neujahrs-Special nicht mehr sehen oder hören sollten, werden die einigen jetzt sagen, hu, was haben wir für ein Glück? Und die anderen vielleicht sagen, oh, schade. Es gibt beide, zum Glück. Und ich sage einfach mal, ich wünsche euch auch ein frohes Weihnachtsfest. Und ich hoffe, wir sehen uns zum Neujahrs-Special. Und ja, ansonsten danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein und tschüss.